Was geht ab, Freunde? Wann geht es mit einer neuen Folge Cyberpunk Phantom Liberty DLC? Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und natürlich danke für eure Unterstützung bei den letzten Videos, Freunde. Wenn es euch weiterhin gefällt und ihr mich unterstützen wollt, macht das gerne mit einer kleinen Bewertung. Danke dafür. So, ich würde sagen, wir starten direkt durch, oder? Gucken wir mal ganz kurz hier, was ist hier noch Schönes. Ja, bisschen Zeug. Okay, also, weiter geht's. Ja, komm. Okay. Bist du bereit? Knallhart ist sie vorne. Knallhart! Ach ja. Ach, guck mal an. Sprich mit Myers. Okay. Wow. Sieht aus wie eine Art Museum. Das Museum des Wunschdenkens. Wo die Reichen mit unerfüllten Träumen gehandelt haben. Warst du hier schon mal? Nein, aber das Projekt wurde von Militech finanziert. Ich sollte bei der Eröffnung das Band durchschneiden. Trödel doch nicht so. Ja, ist ja gut. Hat nur geredet ganz normal und dann wieder meckern. Mann. So still, dass man sein Chromquietschen hört. Ein gutes Zeichen. Meinst du? Ich mag's lieber etwas belebter. So. Frag sie ruhig mal nach der Ausstellung. Bin echt neugierig, was sie sagt. Ja, geht nicht. Gleich. Da will ich rein in den Raum. Ich muss alles auf Stärke machen. Stärke und Waffen. Verdammt. Gibt's keinen anderen Weg? Songbird? Problem. Kriegst du die Tür auf? Moment. Das Schloss klemmt. Ihr müsst sie selbst aufbekommen, wie? Krempel die Ärmel hoch. Nicht notwendig. 3, 2, 1. Okay. Geht zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Sieht nach einem von Hansens Warenlagern aus. Wir müssen zum Aufzug. Andere Seite des Raums. Alles mitnehmen. Also, ich habe jetzt nochmal geschaut wegen dem Transmog. Anscheinend muss man hier steht es zumindest, das über den Kleiderschrank oder Bekleidungsverkäufer machen. Also geht das nicht. Jetzt sehe ich aus wie ein Volldulli wieder. Cyberware und so habe ich auch schon gemacht hier, aber... um die richtig geile Scheiße zu machen, brauche ich ja einen Ripper Dog. Naja, egal. Ich meine, vom Durchballer-Faktor her geht es auch so. Ist jetzt nicht notwendig, sag ich mal, aber es wäre natürlich geil, ein paar Upgrades noch reinzuballern. So, hier drin. Lass uns keine Zeit verschwenden. Ja, ist doch gut. Okay, mal sehen. Wie? Hörst du das? Shit, die Wichser haben uns eingeholt. So. Bird? Hey, schlechte Neuigkeiten. Hansens Köter haben euch gefunden. Die sind gleich da. Die haben sicher das gestohlene Auto geortet. Was jetzt? Ich habe eine Überraschung für unsere Gäste. Muss nur noch was anpassen. Die kriegen mich nicht! Beschäftigt sie bitte kurz, okay? Ja, wir müssen die beschäftigen. Song hat einen Plan. Ach, hier steht da schon einer. Unsaubere Technik, aber gutes Ergebnis. Was redest du? Meine Technik ist super. Hier ist die Kacke am Dampfen, Songbird! Bin schon dabei. Halte fest. Mann, ey, ich hätte die Knarre gerne mit deutlich mehr... Was hier?
Magazinsgröße. Ja, ich habe auch, ey. Vorsicht, Hinterhalt! 70%. 90. Das Ding hier, ne? Ja, geil, Mann. Let's go! Ist das geil, oder? Oh. Deckt die Verwundeten, verdammte Scheiße! Schnauze! Fuck! Techie! Geringer die Sichtbarkeit. Techie, ey. Was macht, was muss man nochmal machen, um Techie hoch? Panzerung? Einfach ballern wir das? Das nehmen, warte mal. Ich muss mir das nochmal alles reinziehen, wie gesagt, ist 3 Jahre her. Ja. Junge, Junge, ja, scheiße, wa? Was? Was heißt, oh Gott? Nee, oder? Die Chimera! Verliere die Kontrolle! Songbird? Was ist passiert? Scheiße, was ist da los, Mii? Weiß nicht, Song hat einen Anfall oder so. Scheißteil dreht durch! Fuck, Somi! Pack endlich den Maulkorb aus! Hier lang! Schnell! Hier lang! Schneller! Bin dabei! Auf die Beine! Lauf! Hey, wie ist knallhart die Präsidentin, ey? Sprinte doch, ich kann nicht sprinten, ey. Oh Gott. Hier hoch, zum Aufzug, los. Oh. Hammer. Ey, Hammer geil bisher. Also von der Präsentation her alles richtig geil. Da oben, Aufzug. Jetzt komm schon. Na endlich! Der Aufzug kommt! Bleib so lange Deckung! Verfickte Scheiße! Oh Mann, ey. Ich kann eh nichts machen, oder? Einfach. Einfach überleben. Nein, ey. Du willst das hart, kannst du haben. Was jetzt? Fuck, nein, nein, nein. Oh, shit!
Du stirbst mir heute nicht. Oh. Nein, wohl nicht. Okay, gut. Alles okay? Bist du verletzt? Nichts Ernsthaftes, zum Glück. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Alter Schwede. Was sind die Ungeschützten, die so leuchten? Okay. Achtung, Laser! Zähl auf die Schwachpunkte! War ja so klar, ja, dass wir noch gegen das Scheißteil kämpfen müssen. Wo ist sie überhaupt? Let's go, let's go. Komm schon, Scheißteil! Hey, Achtung! Mann, ey, wenn ich nicht so ein kleines scheiß Magazin hätte. Ne? Ja. Ich bin dabei. Jo! Da ist noch einer. Schieß diese fliegende Toaster ab! Los! Hab ich. Lass dich nicht treffen! Das ist ein guter Tipp. Das ist ein super Tipp. Es zielt! Bleib in Bewegung! Raus aus der Schusslinie! Warte mal eben kurz. Haben wir vielleicht irgendwie noch andere, bessere Granaten in dem Fall jetzt? Splittergranate? Ja, oder? Ja. Meine Fresse, ey. Wo sind jetzt denn die besten Stellen, den abzuballern? Die ist der Knaller. Ach du Scheiße. Boah, Junge, hier ist ja alles kaputt jetzt. Ich hab keine Ahnung, wo die beste Stelle jetzt ist, ey. Die wollen hier mit dem Boss halt richtig auf die Kacke hauen, wa?
Mit der zerstörbaren Umgebung? Nice, richtig geil. Was ist das? Nee, das war einfach nur eine fette Explosion. So, Granate nochmal raus. Ja, die hat gesessen. Komm, komm. 2% noch. Spring drauf und erledige es wie! Das scheiß Ding explodiert gleich! Erledige es! Wie? Fang! Jag das Ding hoch! Roste in Pisse, Scheißbot! Ach du Scheiße! Oh, wie geil, Alter. Nice. So ein verficktes Scheißteil. Nehmen den Chimera-Kern. Hier raus oder was? Kannst du ihn hier rausnehmen? Was? Zum Schutz der Nation. Scheiße. Das war knapp. Aber gutes Teamwork. Und Glück. Scheiß viel Glück, wie. Was ist das Teil? Ach. Oh, Junge, es liegt daneben einfach. Okay, alles klar. Gut. Was ist das? Soll ich aufmachen? Okay. Nova. Hoffentlich ist das keine Sackgasse. Songbird meinte, die Tunnel sollten uns bis zur Liz Crest Street führen. Schon was von ihr gehört? Nee, Totenstille. Immer noch. Verdammt. Komm schon. Fuck. Da ist eine Luke. Wir könnten springen. Ich geh vor. Warte mal, wie. Wir müssen kurz nachdenken. Was ist los? Mir gefällt das nicht. Kannst du Somme noch mal erreichen? Okay, ich versuch's mal. Wie ein Songbird. Wir machen uns langsam Sorgen. Song, bist du noch da? Keine Antwort, hm? Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Ich hab dich mega vermisst, Johnny. Nicht ganz so begeistert, Kleiner. Vielleicht brauchst du mich ja noch. Und? Hast du sie erreicht? Nichts. Keine Antwort. Scheiße. Was ist da passiert? Mit Somme meine ich. Irgendwas war echt seltsam. Vielleicht hat sie ein Verteidigungsprotokoll im Eis der Chimera ausgelöst. Ein Demon freigesetzt. Vielleicht? Ja, wenn sie ein gewöhnlicher Runner wäre. Ist sie aber nicht. Ganz und gar nicht. Aber wer weiß. So ein scheiß Desaster. Naja, beim Netrunning läuft man immer Gefahr, verbrannt zu werden. Nein. Unmöglich. Somme hatte in letzter Zeit schlechte Tage. Vorübergehende Probleme. Aber sie ist sicher auf dem Weg zum selben Ort, an den sie uns auch geschickt hat. Das wäre zumindest vernünftig. Na klar, vernünftig. Das Vögelchen wird völlig verkatert sein, falls sie auftaucht. Wieso denn falls? Weil ich eben auf demselben Trip war wie sie. Hab mich gefühlt, als wäre ich unter Wasser. Ich wollte auftauchen, aber dieses erdrückende, dröhnende Geräusch zog mich runter. Und als sie die Kontrolle über die Chimera verloren hat, wurde das Wasser zu kochendem Teer. Das klingt alles echt übel. Aber sowas von. Vielleicht war es auch eine Überlastung. Habe ich schon bei Runnern gesehen. Das ist richtig übel. Also, können wir weiter? Ja, wir können weiter. Wir gehen jetzt nach Südwesten. Ich habe den Eindruck, wir laufen im Kreis.
Song hat was von einem verlassenen Gebäude gesagt. Ein Versteck, keine Hitzesignaturen. Halbwegs sicher. Hoffentlich stimmt das, Zombie. Komm, hilf mir doch mal. Okay. Und los! Eine Weggabelung? Damit haben wir nicht gerechnet. Also, wo lang jetzt? Eine Idee? Ich guck erstmal. Gehen wir hier lang. Sieht gut aus. Heiß wie ein Satans Arschloch hier drin. Müssen wir schließen. Such nach einem Ventil. Ah, gewaltsam öffnen. Habe ich einen Punkt? Nee, habe ich nicht, oder? Scheiße. Kaktussaft. Ja, ist gut, ist doch gut, ist war ein Versehen, ja. Jetzt los. So. Ach du Scheiße, wie scheiße sehe ich's denn aus? Ventil, hier. Das hier? So. Na geht doch. Okay. Geht doch. Ja, diese scheiß Störung, die uns jetzt. Ein Kontrollraum. Aufnahme löschen. Oh Gott, wie ging das denn nochmal? Boah, Alter. Elizabeth Crest Street. Bullheaded Betty, so wurde sie genannt. 9-mal wiedergewählt. Unglaublich, oder? Die hatte ihren Arsch an den Stuhl geschweißt, glaube ich. Witzig, dass man ausgerechnet in Night City eine Straße nach ihr benannt hat. Ist da jemand etwa neidisch? Bitte, wieso neidisch? Wie? Was ist... Moment! Bin gleich wieder da! So. Wieder besser. Was ist los? Bist du verletzt? Könnte man so sagen. Eine alte Wunde. Eine, wegen der du fast umgekippt bist. Ich habe einen experimentellen Arasaka-Biochip im Hirn, der mich umbringt. Somi meinte, sie kennt eine Lösung. Warte. Du meinst den Relic? Ganz genau der. Die geheime Tech, die jemand von Arasaka geklaut hat. An dem Tag, als Saburo seiner Sterblichkeit erlegen ist. Bingo. So hat Somi dich also kontaktiert. Und das erklärt auch, was für eine Abmachung ihr getroffen habt. Danke für deine ehrliche Antwort. Wenn wir überleben wollen, müssen wir zusammenhalten. Tja, ja, müssen wir wohl. Das müssen wir wohl. Er ist immer bereit. Erwartest du mehr Ärger? Heute Nacht? Ganz bestimmt. Wir sollten auf alles Mögliche vorbereitet sein. Okay. Ach, das feindliches Gebiet. Warte mal kurz. Anfeuerwaffe.
Maschinenpistole, Schrot. Qualität. Revolver, Maschinenpistole, Präzisionsgewehr. Aufsätze. Aha, guck mal hier. Doc, wir sind da. Super Ort für einen Hinterhalt. Hoffentlich denkt sich das sonst keiner. Sieht aus wie eine Tarotkarte der kleinen Arkane. König der Münzen. Sind wir da? Ich geb dir Deckung. Auf drei. Eins, zwei. Und stockfinster. Wo bist du, Somi? Wir sind wohl vor ihr da. Sieht so aus. Dann warten wir. Wobei ich lieber nicht im Dunkeln sitzen würde. Strom wäre nützlich. Dann könnten wir auch das Radio zum Laufen bringen. Wieso? Brauchst du deine tägliche Dosis Propaganda? Wir müssen wissen, wie die Lage aussieht. Ich werde mich erstmal umziehen. Allerhöchste Zeit. Infektionsrisiko hoch. Ja, da will man auch nicht drauf pennen. Zieh dich mal um. Bin gleich wieder da. Siehst du diese dreckigen Lumpen an? Diese dreckigen Lumpen sind nicht auf jedem Bildschirm in der ganzen Stadt zu sehen. Im Gegensatz zu meinem Anzug. Sieh dich mal um. Bin gleich wieder da. Warum, ey? Wie oft ist es jetzt? Wie oft müssen wir jetzt schon den Strom anstellen? Baujahr 2034. Ah, hier hin. Guck dir das mal an, wie postmoderne Kunst. Eher ein selbstgebastelter Generator. Vielleicht bringen wir den zum Laufen. Aha. Scheiße. Das Teil wacht ohne etwas Saft nicht auf. Von mir aus? Aber jetzt, wo mal niemand auf uns schießt, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Du nicht? Doch, geht mir auch so. Das ist alles so verworren. Songbird, Netrunner der Oberklasse, verspricht uns ein Allheilmittel und löst sich in Luft auf. Myers, verlogene Politikerschlampe, die irgendwer aus Washington rücklings abstechen wollte. Wer und warum? Keine Ahnung. Oh, und Kurt Hansen und sein verfickter Raketenwerfer. Echt geil. Mich juckt's irgendwie in den Eiern, als ob mir jemand was verheimlicht. Du meinst, Songbird hat uns nicht alles erzählt? Die Frau ist ein Mysterium. Ich stehe auf sowas, aber glaub mir, das geht nie gut aus. Naja, wir hatten ja auch kaum Zeit zu reden bei all dem Gerenne. SF-1, Rennen. Chimera, Rennen. Schon, aber ich habe Fragen an die Kleine. Hoffentlich kriegen wir noch Antworten. Aber gut. Bring erstmal den Strom zum Laufen. Klingt nach einem Plan. Klingt nach einem Plan. Stromquelle für Generator. Leere Batterie. Schaltplatte. Nice. So, den Kabeln hinterher oder was?
ganz gut aus. Rein mit dir. Schmeiß ihn an. Drück mir die Daumen. Dann wollen wir mal. Geile Scheiße. Guck mal, was ich hab. Was meinst du? Im Kühlschrank ist noch mehr. Hier, hast du dir verdient. Neuer Look? Sehr schick. Nicht wahr? Zumindest weniger auffällig. Gönn dir eins. Da würde ich dich glatt wählen, Madam President. Als wärst du wahlberechtigt. Vielleicht ein kleines Geschenk von Songbird? Das ist ein netter Gedanke. Zurück nach Night City. Die Mutmaßungen über das abgestürzte Passagierflugzeug nehmen kein Ende. Vertretern der NUSA zufolge war Präsidentin Rosalind Myers bei der Katastrophe an Bord. Die Behörden der Stadt haben noch kein offizielles Statement veröffentlicht. Im Gegensatz zu einer nicht unbekannten Persönlichkeit. Kurt Hansen, der selbsternannte Anführer von Dogtown, berief heute eine Pressekonferenz ein, um sich zur Lage zu äußern. Offensichtlich wird mir das hier angehängt. Die NUSA sind seit Jahren hinter mir her. Ich bin sicher nicht perfekt. Aber ich bin noch nicht lebensmüde. Ein Mordanschlag auf die Präsidentin der NUSA, als ob. Das ist keine Kleinigkeit. Jeder Zuhörer sollte nach den wahren Beweggründen hinter diesem Spektakel in Dogtown fragen. Die NUSA würden liebend gern ihre Armee nach Dogtown schicken. Aber wird ihnen das reichen? Nein. Ihr, die Bewohner von Night City, seid als nächstes dran. Scheiße. Ich sage es euch. Scheiß drauf. Der nächste Krieg. Dieser Neandertaler ist clever. Vielleicht zu clever. Das ist nicht dumm. Den Medienzirkus nutzen, laut vor Krieg warnen. Und an allem sind die NUSA schuld. Du weißt echt, wie man jemanden aufmuntert. Wenn irgendein Unbekannter einen Krieg auslösen will, wäre ein Anschlag auf mich ein super Anlass. Lass Washington wissen, dass du noch lebst. Und zwar schnell. Ah, Washington anrufen. Ohne zu wissen, ob Freund oder Feind ans Holo geht. Da kann ich mich auch draußen Hansens Scharfschützen stellen. Nein, wie? Das sind keine Optionen. Hörst du das? Schritte. Songbird? Könnte schon sein. Wer weiß. Das ist unser Glückstag, Chumba. Ein Penthouse mit geiler Aussicht. Und funktionieren im Licht? Schon irgendwie seltsam. Immer nur am Motzen, Alter. Echt. Spielverderber. Du wolltest doch leichter an die Fallschirmabwürfe. Tada! Wie? Wir müssen die ausschalten. Komm schon, Mann. Sehen wir uns mal ein bisschen um. Ich fass es nicht. Scheiß drauf. Keine Zeit zu verlieren. Die Präsidentin macht das schon. Die macht das schon. Ich guck erstmal zu. Ich hatte keine Wahl, wer auch immer diese Typen waren. Zwei Probleme weniger. War nicht schön, aber notwendig. Ja. Da hast du recht. Die Leichen. Wir sollten sie loswerden. Im Flur ist eine Müllklappe. Alles klar. Gut. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Hier ist erstmal Schluss. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es der Fall ist, liken, kommentieren. Danke dafür. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.